Radio Hamburg TV. Tim Plambeck ist im normalen Leben Versandhändler für Partyartikel, Luftballons zum Beispiel. Die leiden ja auch unter Platzangst. Ne? Ein Riesengag, ja, John. Wir aber nicht, denn wir sind hier tatsächlich im schönen Wohnzimmer von Tim. Guten Morgen, Tim. Schönen guten Morgen. Ja, Versandhändler von Partyartikeln, was läuft denn da eigentlich am besten? Speziell Sachen zur Hochzeit. Alles um das Thema Liebe und Hochzeit. Ja, die haben wir noch nicht im Angebot zum Aufblasen, aber so Herzballons und alles um Hochzeit und Liebe. Ja, wir sitzen hier im fantastischen Wohnzimmer. Es ist ausgesprochen gemütlich. Wir sitzen hier auf der Ledergarnitur, ne, die Sitzgruppe hier, Tisch vor unserer Nase. Im Hintergrund der Garten, wie viel Quadratmeter ist das Grün hier hinter uns? 1.500. Ja, das ist schon ordentlich hier. Da ist richtig was mit dem Sitzrasenmäher wahrscheinlich unterwegs, ne? Nee, das macht der Nachbar mit. Was? Also, jawohl. Kann man den mieten? Sehr schön. Hier ist dieses Mal auch viel Unterstützung auf dem Sofa zu unserer Rechten. Guten Morgen! Was ist das für ein Skandaltrupp, Tim? Ja, meine Familie und dann dazu noch der Freund von meiner Tochter. Okay, 500 Euro stehen jetzt auf dem Spiel. Was würde mit dem Geld geschehen, Tim? Wir würden gerne einen Teil davon spenden für eure Aktion Hörer helfen Kindern und den anderen Teil für den Sommerurlaub verwenden. Okay, ich bin ganz stolz, denn wir haben auch heute mal wieder nichts kaputt gemacht mit unserem Showteam beim Aufbau. Kamerakran für den Film zum Quiz unter radiohamburg.de mit AC. Mischpulte und unsere Live-One-Man-Showband Christoph Kröger, der für die Live-Musik beim Quiz sorgt. Und sie ankündigen wird, denn hier ist ihre Quizmasterin Maike. Ja, und ich stehe direkt neben unserem spektakulären Radio Hamburg Glücksrad. Auf diesem Glücksrad sind 10 Wissenskategorien und ich drehe an dem Glücksrad. Ich stelle 3 Fragen, Tim. Ja. Wer zuerst seinen Namen nennt, muss dann auch die richtige Antwort geben. Und wer die meisten richtigen Antworten gibt, der hat gewonnen. Und jetzt drehe ich am Glücksrad. Und die Kategorie ist Tiere. Oh, die hatten wir beim Auswärtsspiel noch gar nicht. Tim, kennen Sie sich aus mit Tieren? Ein bisschen. Okay. Es gibt verschiedene Tierklassen, unter anderem Vögel, Schlangen, Fische, Insekten, Säugetiere. Zu welcher Klasse gehört die Boa Constrictor? John. Reptil. Das ist ein Reptil. Und das ist falsch, das ist eine Schlange. Das ist was anderes als ein Reptil. Ach was? Ja. Und Tim, Sie sagen dann bitte nächstes Mal als erstes Ihren Namen. Genau das habe ich gerade gedacht. Gut. Und ich drehe wieder am Glücksrad. Also 1-0 für Tim. Genau so ist es. Wissenschaft und Technik. Hätte es nicht gewusst. Tim, das kann jetzt die Entscheidung bringen. 1-0. Genau. Womit befasst sich ein Veterinärmediziner? Tim. Mit Tieren. Und das ist das 2-0. Tim hat gewonnen. Yeah! Sauber. Tim Plambeck. Aus Tespe im schönen Niedersachsen. Ja, holt sich hier 500 Euro. Holt sich hier die 500 Euro. Alle natürlich total begeistert. Zu Recht natürlich. Das heißt, wir kommen morgen dann zu Ihnen nach Hause, Hamburg, Niedersachsen oder Schleswig-Holstein und quizzen dann passend zu unserer Frequenz um 103,60 Euro. Machen Sie unbedingt mit, machen Sie es wie Tim und werden Sie Kandidat unter radiohamburg.de. Super, Glückwunsch. Das ging um Arten. Und das ist ja, ich habe das vorgesagt mit Reptilien.